Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Die Community hat es geschafft. 300.000 Punkte wurden gesammelt. Und ich muss jetzt Dark Souls 2 spielen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf YouTube damit. Wir starten jetzt rein ins neue Spiel. Allein die Musik ist jetzt schon nice. Na, schau mal. Also, wir wollen Blut, ja. Untertitel, ja. Hartanzeigen, ja. Helligkeit, immer, mache ich immer bei jedem Souls Game auf volle Pulle, damit ich auch was sehe und ihr auf YouTube auch was seht. Kameraempfindlichkeit ein bisschen hoch. Vibration. Ist mir eigentlich egal. Sprung. Mit Kreis. Musik, Sound, kann alles so bleiben. Weiter. Okay, nimm mal als Startgeschenk das versteinerte Etwas. Mach ich. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky. Was machen wir mit der Story, Leute? Gucken wir uns die Story an, oder? Hallo, Cooper! Danke für den Lör, Cooper. Ey, Cooper, noch ganz kurz, ne? Später Fall Guys. Hast du ein Problem mit dem Ohr? Nee, nee, hat nur gejuckt. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das so gut aussieht. You will lose everything. Ich meine, das war PS4, ne? Once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Scheiße, sieht das gut aus. Your future. Your very light. Wir können ja mal schauen, wenn ich None will have meaning and you wenn mir es doch Bock macht, zum Schluss hin können wir einen DLC doch spielen. Other than human. Nur wenn das auf YouTube gut läuft. A thing that feeds on souls. A hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Wie sie lacht mit ihren 13. Also das kann From Software schon übel gut, ne? Pedi schreibt gerade Gänsehaut und ja, du kriegst bei dem Trailer oder bei dem Anfangs-Opening kriegst du Gänsehaut. Bei Dark Souls 1, ich hatte das in meinem Dark Souls 1 Playthrough auch schon gesagt, du kriegst bei diesem Opening einfach so Gänsehaut. Die machen das so geil und teasern die Story so geil an. Du kriegst so Bock. Das ist schon extrem gut. Habe ich eigentlich Dark Souls 3 in der Any%-Liste auch drin? Is your fate the fate of the cursed?
Ja, Tatja, gerne. Schnecken sind schneller. Wie lang sollen die Folgen sein, Leute? Eine Stunde? Länger oder kürzer? Stunde. Okay. Mach mal eine Abstimmung oder sag mal Klassen, dann machen wir gleich eine Abstimmung, welche Klasse ich nehmen soll. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Sie schon Magie spielen. Magier? Komm, haut mal raus. Hoch, Meinungen von euch. Wenn du den Gamble versuchst, ist die Klasse mit der höchsten Stärkewert am besten. Okay. Strongman. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. Magier. Stärke. Was noch? Alter, sieht das scheiße aus. What is your name? Komm, noch eine Klasse. Hätte ja eures Namens sicher. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Ritter. Noch mehr Vorschläge? Hey Nobu. An effigy of you. Okay, Umfrage ist online. Ihr könnt jetzt abstimmen, welche Klasse ich nehmen soll. Tätowierungen. Wo sind die dann? Im Gesicht? Bäh. Zwei für Ritter, einer Strongman, einer Magier. Wieso habe ich eigentlich 5 Minuten gemacht? Ich nehme auch Ritter. Ritter klingt gut.
Mach bei der Abschwung mit, Leute. Gabe versteinert ist etwas, ist richtig, ne? Sattenritter an Stärke. 11. Ritter hat nicht die höchste Stärke. Krieger hat 15. Zauberer 3, Alter. Vier für Ritter, ich glaube, wir nehmen Ritter, oder? Eine hohe Anfangsanpassung. HP? 12, das ist krass. Brauchst nur gleich Glück. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Wir machen jetzt einfach Ritter. Ich will auch nicht, dass es ewig dauert auf YouTube. Schock, so 1 zu 3. Come here for the same reason, to break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Großschild only. Ich hoffe, ihr erwartet nicht zu viel. Ich habe das Game noch nie durchgespielt. Ich glaube, das Weiteste, woran ich mich erinnern kann, ist diese Stelle, wo ganz viele Drachen irgendwie sitzen, oder? Und da ist dann so ein Boss irgendwie in den Wolken oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Bogen sehr stark, das habe ich bei Henno auch gesehen. Bogen ist OP. Du brauchst nicht mal die guten Werte dafür. Und das ist OP. Das gehen wir erstmal wieder raus. Was ist hier mit dem versteinerten Etwas? Was soll ich damit machen? Keine Ahnung. So, ich würde jetzt hier erstmal zurückgehen. Hier gibt es aber bestimmt noch Zeug. Da zum Beispiel. Wieso habe ich eigentlich kein Schild? Ich habe einfach kein Schild. Natürlich. Moin, Jack. Keine Zeit, mein Jut ist da. Beim Vogelnest eintauschen. Fünf Leute waren für Ritter, okay, super. Haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Das ist ein Ring bei dem Monster, aber ein guter Ring. Lohnt sich der Ring? Spiel ein bisschen leiser. So, okay. Erhöht deine Balance. Oh, erhöhte Balance, da bin ich immer, da bin ich direkt hooked. Ihr wisst, ne? Ich habe der Dark Souls 1 direkt am Anfang den Wolfsring geholt. Das ist der beste Ring. Erhöhte Balance, da gehe ich steil. Bin ich early. Erhöhte Balance, her damit. Gib, gib, gib. Ich muss das Monster ja nicht killen dafür. Aber hier ist nichts.
Fake News. Doch. Ah, da. Lol, einfach nicht gesehen. Der Profi. Goldharz. Das war Goldharz. Monster umhauen? Du laberst bestimmt scheiße. Ich wollte gerade schon einen Sprungangriff machen, wie bei Elden Ring. Hat der Backstab? Ne, kein Backstab. Er legt sich einfach hin. Perfekt. Komm, du Fettsack. Wieder kein Vertrauen, der Gute. Nee. Null. 0,0. Steinring. Okay. Nimm alles zurück. Nimm alles zurück. Boah, vier Ringe. Das ist natürlich huge, ne? Vier Ringe ist geil. Ich muss das Tutorial spielen? Och nö. Ich bin Souls Profi, ich muss kein Tutorial machen. Was soll ich denn mit dem Tutorial? Muss ich die ganzen Fackeln noch anzünden? Aber sag mir nicht, ich muss die Fackeln anzünden. Auch so was wie ich eine Zwangsneurose. Nee, hab ich nicht. Dass sie nicht One-Shot sind, fuckt mich auch übel ab. Das Springen im Game ist ätzend. Ach. Das ist halt normal bei Dark Souls, ne? Deswegen ist Elden Ring auch so ein gutes Game, weil du da springen kannst. Aber ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich konnte das auch schon bei Dark Souls gut, also. Springen ist nicht das Problem bei mir. Gucken, ob der mit dem harten Schlag tot ist. Ja, sehr gut. Ich wette mit dir, das versteinerte Etwas gibt eh nichts. Und dann habe ich das ganze Tutorial hier wieder umsonst gemacht. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich um mein Glück. Hier. Ja, gebe ich dir. Chill mal. Muss man restarten? Was ist das? Nope. Sag ich ja. Müll.
Irgendein Reizack gab's. Der braucht 15 Geschicklichkeit. Wieso sind hier so viele gestorben? Hier ist doch nichts. Erstmal Dark Souls 2, ja, so gut wie. Ich habe es vor, als es rauskam, damals schon mal gespielt, aber nach ein paar Stunden beiseite gelegt. Also es ist im Prinzip mein erster Run, ja. Okay, ich weiß von Hanno, hier gibt es irgendwo einen... mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Komm, wie heißt das deutsche Wort? Eid! Oh, ein Eid! Ja, komm, hau rein. Damit ist doch jetzt alles schwerer, ne? Aber ich krieg auch mehr Seelen, oder? Hard Mode? Ja, klar spiele ich immer Hard Mode. Hallo? Also manchmal habe ich das Gefühl, ihr kennt mich nicht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ihr kennt mich gar nicht. So, jetzt brauche ich schon Hilfe, weil ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, da will ich aber nicht mit zu tun haben. Jetzt bin ich schon lost. Verschlossen. Da, Leute. Hau mal den Stein auf den Brunnen. Was für ein Stein? Hau mal den Stein auf den Brunnen. Erstmal, hier ist ein Brunnen und da vorne ist noch ein Brunnen. Da sind gerade diese scheiß Schweine. Die killen mich. Ich weiß das doch, Skoppel. Ich hab doch, also... Ich hab doch eben gesagt, dass ich weiß, dass es da ein Eid gibt von Hanno, der das Game schwerer macht, aber ich krieg auch mehr Seelen, ne? Ja, ich weiß das doch. Skoppel, hör doch mal zu. Seelen, nicht EP, meine ich doch. Ist doch für mich das Gleiche. So, der hier auf dem Brunnen irgendwas. Ach, den Stein da. Hier ist ein Stein. Wie mach ich das? Ah. Estus Flakon Scherbe. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Keine Ahnung, wo ich was damit machen kann, aber Estus Scherbe sagt mir noch was von irgendwo. Ein Schild würde ich ja schon mal fühlen, ne? Da, das hier, jetzt fängt's an. So, ich weiß nicht, wo die scheiß Werte sind, ne? 85 heißt das. 85 nur Defense, ne? 90, 95. Ey, ich will einen 100er. Gibt es keinen 100er?
Oh, ich will den hier. Thanks very much. Titanitscherbe. Kann ich jetzt direkt meine Waffe leveln? Geh da runter. Ach man, ey. Ey, man kann bei dem gar nicht schmieden. Loser. Man kauft kein Loot, die Regierung abhören. Das ist geil, ne? Direkt einen geilen Helm geholt. Fühle ich. So, was kann ich jetzt mit dieser Scherbe machen? Irgendwer die Tür verschlossen, nochmal ein bisschen blöd. Kann ich bei dir die Scherben einlösen? ZNDP, Seelenmann. Rechte? Quatsch weiter mit dir. Okay. Geh mal rechts. Also rechts bringt gar nichts. Ich bewege mich doch die ganze Zeit. Soll ich jetzt hier rechts gehen? Immer, also Richtungsangaben ist schwierig. Zu dem Typ mit dem Eid. Zwei Estos. Brauche nicht mehr. Zu dem Typ mit dem Eid. Ich hatte bisher noch keinen Typen gefunden mit einem Eid, aber... Nein, ich habe Nein gedrückt! Soll ich sein Eid nehmen? Was kann der Eid? Und den blauen Pfad, wenn bis er nichts mehr Neues sagt. Und keine Seelen bringt. Der bringt keine Seelen? Sorry für die Leute auf YouTube, mein Chat ist sich uneinig. Wir spielen schon 28 Minuten? Alter. Was jetzt hier mit dem Eid? Hallo? Ich weiß das doch nicht. Gibt der andere Eid Seelen, dann behalte ich den. Wenn er keine Seelen gibt, also mehr Seelen, dann nehme ich den nicht. Der andere bringt dir nichts. Der andere. Ist das der andere? Oder ist das der da hinten der andere? Blauer Pfad ist für mich PvP-Gedöns. Ich bleibe einfach dabei, scheiß drauf. Blauer Pfad PvP, dachte ich mir. Das kenne ich doch noch von Dark Souls. Schwerer ohne Seelenbonus. Danke, Billy. Ich dachte, es gibt einen Seelenbonus. Wir können durchaus mal eine Folge machen
Oder ich mache für den nächsten Stream Folgendes. Ich würde sagen, wir streamen das immer samstags. Da sind die meisten Leute da. Und ich mache eine Kanalpunkte-Herausforderung bis nächsten Samstag. Für, keine Ahnung, 50.000 oder so. Und wenn wir das erreichen, spiele ich die nächste Folge immer im schweren Modus. Ist das eine Idee? Wir machen eine Kanalpunkte-Herausforderung und wenn ihr das erreicht, dann spiele ich eine Folge im schweren Modus. Kann ich den Eid hier nicht... ach Mann, ey. Wie komme ich denn aus dem Eid wieder raus? Will die Aktion nutzen. Okay, jetzt geht's weiter. Kommt hier nicht voran. Muss ich da oben weiter oder muss ich da hinten ins in den Berg rein? Hoch oder Berg? Hoch oder Berg? Berg rein, hoch. Berg das rein, war hoch. Die Achillesferse. Hochberg, 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 Hochberg. Kann er eigentlich in alle Richtungen? Ist egal. Okay. Berg. Oh Mann. Willst du in den Berg? Okay, ab in den Berg. Ab in den Berg. Boah, ich mag den, das Ding auf dem Kopf. Irgendwie. Ich muss auf jeden Fall Kondition leveln. Es fuckt ja übel ab, dass ich so wenig rennen kann. Kam... Was? Was? Karmesin Purpur oder so hieß das. Da kam es im Perma. Nehme ich schon mal. Leg auch den kleinen blauen Ring an. Okay. Oh, da gibt ein bisschen Leben. Cool. Danke. Wieder zwei Wege, ich liebe es. Ich habe nicht geguckt, was da ist. Wenn ich irgendwas Gutes finde oder so, dann sagt ihr mir das einfach. Ah, der Weg ist zu. Perfekt. Was hier? Hier ist nichts. Ach, hier ist das Ding wieder zum Aufmachen, okay. Ab geht's. Ab geht's. Den Cheeser verraten wir mal lieber nicht. Also, das ist genau das, was ich meinte hier. Kann ich das überhaupt auf Level 1 schaffen hier? Also ich kann, glaube ich, nicht... Gut, kann ich den parieren? Hat sich irgendwie nicht so... Oh, hier ist einer. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot, du lebst.
Was war das denn? Na, das hat der Pfeil abgezogen. Ich habe ja nicht geblockt, ne? Pariert. Alter, mal greift er voll lahm an und mal übel schnell. Was ist los mit ihm? Kann ich den fetten Dude da parieren? Durchschaubar. Bei den Steinriesen nach links ausweichen, sodass du hinten ihn stehst. Dann haben wir Ege für die Rüstung gefarmt. Erstmal will ich hier mein Dingsums haben. Ich meine Estus wieder ab. Komm her, mein Bester. Das zielt voll wenig ab, habe ich das Gefühl. Wie lange trinkt er denn? Trinkt er denn? Trinkt er eine halbe Stunde? Was ist das denn? Das ist nicht schlecht, ne? Komm, aber wieso zieht das... Das Parieren macht voll, gibt mir voll wenig Leben. Ach man, mal macht er voll den schnellen Schlag. Was ist das denn? Dann müsst ihr das wissen, ich habe nicht alles gesehen. Ach so, das mit dem Trinken, ja, das fuckt übel ab. Was war das denn? Alter, geh weg. Alter! Kann ich eigentlich auch treten? Und backstabben?
Alter, geht. Ja. Ich habe heute Abend 100 Liegestütze gemacht, sag ich euch. Oder parry den Dolch. Lou, nutze beim Backstab parry den Dolch. Okay, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Dolch. Die sind easy. Den scheiß Weißen, da krieg ich nicht dood. Ich krieg den nicht richtig geparried. Na super, das hat sich ja gelohnt. Alter! Das war geiler Schaden. Mann! Warte. Mach's so, ist besser, glaube ich. Na komm. Als ob er mich trifft. Asozial. Oh Junge, aber das war schon mal geil mit dem Dolch. 700 Schaden, schmeckt. Ganz ruhig, mein Dicker. Das Game ist halt so scheiße einfach, ne? Es tut schon fast weh. Ich mach 130 Schaden, das sind voll die starken Gegner. Und ich hab gar nichts gelevelt. Waffe nicht gelevelt, mich nicht gelevelt, ich hab die Startwaffe. Das ist, eigentlich ist das komplett lächerlich. Ich meine, und man kann die komplett schießen, was ist das denn? Also das sieht doch hier aus wie eine Boss-Arena. Also ich weiß doch, was eine Boss-Arena... Oh Gott, das sind mehrere. Das sind drei. Drauf, einmal mag ich nicht. Kannst du alleine kommen? Komm mal her. Als ob alle! Ja, komm, nur du. Nur du. Nur du, mein Bester. Der hat so einen Seitenschwung gemacht. Das war frech. Das ist einfach lächerlich. Ach, jetzt kommst du. Was? Ach, der kommt beide. Nö, kein Bock. Geh weg.
Beide auf einmal kann er nicht. Könnt ihr weggehen? Den blöden Penner. Könnt ihr weggehen? Oh, wenn die hier so rüber gehen, vielleicht fallen die runter. Oh, wie sehe ich denn aus? Die fallen natürlich nicht runter. Ich dachte, die sind dumm. Die sind leider schlau. Nee, nee. Kein Bock. Geh weg. Alter, wie lang folgen die mir denn? Hm. Man sieht blöd. Da ist nochmal so ein weißer Krieger, auf den habe ich gar keinen Bock. Hier ist ein weißer, der auch direkt aufsteht. Ich habe keinen Bock. Wo habt ihr mich hier hingeführt? Das ist doch viel zu schwer, oder? Der kommt auch wieder. Ich bin tot. Die 4000 Seelenrip. Ich bin gleich. Wie komme ich hier? Muss gleich mal ganz schnell Partie beenden. Okay. Ein dicker und ein heller. Stehst du direkt auf? Nee, ne? Auf einmal kommt so ein Schneller! Ah, ich bin tot. Ich sehe schon kommen. Alter, der Schaden, der schmeckt. Fast runtergefallen. Ring des Bindens. Begrenzt den TP-Abzug als Hülle. Hm, gut, nehmen wir. Hier ist doch ein Boss hinter, ne? Aber ich habe 5000 Seelen. Soll ich die nicht lieber erstmal ausgeben? Hier ist ein Boss hinter, oder? Ja, ja, hier ist ein Boss hinter. Den schaffe ich doch niemals. Klar, haut er den mega Backschlag raus. Wenn ein Schalter deaktiviert, hättest du den Boss in 3 Sekunden töten können. Kann ich den Schalter auch wieder deaktivieren? Leider nicht. Toll. Aber sowas, wieso sagt mir sowas denn nicht früher? Das doch. Assi. Wenn der weiße Typ da kommt, habe ich ein Problem. Habe ich Problemo. Ich glaube, er kommt nicht.
Ich habe ein Schild benutzt. Kann ich auch. Wieso chillt er jetzt bei seinem Kollegen da? Komm her! Sollen wir direkt einen Schieß sagen? Ja, er wollte mich auch leiden sehen, ne? Zwei Tode habe ich doch schon. Der sieht echt aggressiv aus. Er läuft schon so aggressiv hier rum. Na komm her. Hallo. Was macht der da? Hallöchen. Ach, na klar. Okay, kommt ihr halt, der ist ja dicke. Habe ich kein Problem mit. Ich weiß auch nicht, was der weiße Typ da hinten macht. Der ist ja komplett verwirrt. So langsam habe ich ihn durchschaut, glaube ich. Bam! Das mit dem Dolch war eine richtig gute... einer mit einer Lanze! Scheiße, sein Moveset kenne ich halt gar nicht. Das ist schlecht. Das war... das ist schlecht. Das ist echt ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Oh Gott, das ist ganz schlecht. Ja. Scheiße, wie soll ich denn hier wieder hinkommen, 7000 Seelen holen? Ich renn durch. Noch ihre Waffe von lassen, schwer von Rittern ist ja nett.
brauche dringend mehr Kondition. Das ist grauenhaft. Jetzt ob er mich trifft. Ja, ciao. Die drei hier sind fies. Sag mal, diese Lebenssteine, ne? Kriege ich die noch irgendwo her? Weil zwei Estus ist ja irgendwie ein bisschen lachhaft, ne? Kann ich die irgendwo kaufen oder so? Weil ich habe keine mehr. Ich habe keine mehr. Keine Zeit. Alter, die können auch rennen. Habt ihr gesehen, wie der gerannt ist? ...9000 Seelen ist gut, ne? Kann ich damit irgendwas Cleveres machen, außer zu leveln? Verbrennen? Was bringt das? Kann ich nur bei der Ollen... warte, man kann doch... Ich kann ja schon... reisen. Majula, easy. Ich habe hier so einen krassen Mückenstich. Hallo. Beli, kann ich was Besseres machen, als zu leveln mit deinen Seelen? Acht Level habe ich. Boah, ich brauche auf jeden Fall Kondition, dringendst. Auf jeden Fall Kondi. Nee, okay, gut. War schon gut, ne? Acht Level gefällt mir. Da gehen wir wieder hin. Abfahrt. Was soll ich hier versuchen? Nur noch Sachen kaufen und brauchst ein paar zum Aufwerten der Rüstung. Okay, dann würde ich jetzt hier nochmal ein bisschen farmen, oder? Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Was für Sachen kann ich denn kaufen? Scherben? Scherben kann ich kaufen, ne? Ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich werde hier ein bisschen farmen auf jeden Fall. Nochmal so 10.000, das sollte ja schnell gehen. Vielleicht lassen die auch noch alle möglichen Items. Vielleicht lässt er ja auch noch seine Waffe fallen, das wäre ganz geil. Und dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wer ja nichts verpassen wollt. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Jeden Samstag gibt's Dark Souls 2. Und bis zum nächsten Mal, haut rein.